In den letzten 500 Millionen Jahren hat sich die biologische Vielfalt auf der Erde ständig verändert. Wie bei einer Fieberkurve ging es dabei aufwärts und einige Male steil bergab. Diese Ausreißer nach unten werden als die fünf großen Massensterben beschrieben. Das erste große Massensterben fand vor 444 Millionen Jahren statt. Eine Eiszeit war die Ursache dafür, dass 85% der damals fast nur im Meer lebenden Arten ausstarben. Beim zweiten großen, länger andauernden Massensterben vor rund 370 Millionen Jahren verschwanden fast drei Viertel aller Arten, hauptsächlich Korallen und Fische wie die gewaltigen bis zu 10 Meter langen Panzerfische. Die nächste Katastrophe ereignete sich vor 252 Millionen Jahren. Auslöser diesmal Klimaveränderungen durch gewaltige Vulkanausbrüche in Sibirien. Zu den Opfern gehörten drei Viertel aller Landtierarten, darunter auch viele Insektenarten und 95% aller Meeresbewohner, wie etwa die riesigen Seeskorpione. In den letzten 500 Millionen Jahren hat sich die biologische Vielfalt auf der Erde ständig verändert. Wie bei einer Fieberkurve ging es dabei aufwärts und einige Male steil bergab. Diese Ausreißer nach unten werden als die fünf großen Massensterben beschrieben. Das erste große Massensterben fand vor 444 Millionen Jahren statt. Eine Eiszeit war die Ursache dafür, dass 85% der damals fast nur im Meer lebenden Arten ausstarben. Beim zweiten großen, länger andauernden Massensterben vor rund 370 Millionen Jahren verschwanden fast drei Viertel aller Arten, hauptsächlich Korallen und Fische wie die gewaltigen bis zu 10 Meter langen Panzerfische. Die nächste Katastrophe ereignete sich vor 252 Millionen Jahren. Auslöser diesmal Klimaveränderungen durch gewaltige Vulkanausbrüche in Sibirien. Zu den Opfern gehörten drei Viertel aller Landtierarten, darunter auch viele Insektenarten und 95% aller Meeresbewohner, wie etwa die riesigen Seeskorpione. In den letzten 500 Millionen Jahren hat sich die biologische Vielfalt auf der Erde ständig verändert. Wie bei einer Fieberkurve ging es dabei aufwärts und einige Male steil bergab. Diese Ausreißer nach unten werden als die fünf großen Massensterben beschrieben. Das erste große Massensterben fand vor 444 Millionen Jahren statt. Eine Eiszeit war die Ursache dafür, dass 85% der damals fast nur im Meer lebenden Arten ausstarben. Beim zweiten großen, länger andauernden Massensterben vor rund 370 Millionen Jahren verschwanden fast drei Viertel aller Arten, hauptsächlich Korallen und Fische wie die gewaltigen bis zu 10 Meter langen Panzerfische. Die nächste Katastrophe ereignete sich vor 252 Millionen Jahren. Auslöser diesmal Klimaveränderungen durch gewaltige Vulkanausbrüche in Sibirien. Zu den Opfern gehörten drei Viertel aller Landtierarten, darunter auch viele Insektenarten und 95% aller Meeresbewohner, wie etwa die riesigen Seeskorpione.